Man kommt ja momentan an dir und deiner Musik nicht vorbei, dank dem WM-abgeänderten Hit, sag ich mal. Wie kam es dazu, dass ihr den umgeschrieben habt? Ach, das war mehr so ein Joke, ne? Also, das Au Revoir war ja schon ein Hit schon vor diesem WM-Ding. Es war ja schon Ja. Platin. Ja. Und dann irgendwie am Donnerstag vor dem WM-Finale, das dann sonntags war, haben Sigi und ich uns einfach aus Spaß getroffen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal einfach mal so einen Fußballtext darüber. Einfach auch aus Bock. Ja, und haben das dann gemacht, den Tag über. Dann war das dann nachmittags fertig und dann habe ich das mal der Plattenfirma geschickt. Und am Samstag danach war das dann auf einmal auf fast allen Radiosendern. Es gab so dann so Reise, 1 Live oder so, hat es dann stündlich gespielt und so. Und es wurde dann zum völligen Wahnsinn. Ich habe auch gehört, dass das in Maracanã dann im Stadion lief. Das, was wir donnerstags aufgenommen haben. War dann total, total witzig. Ja, aber es tatsächlich. So aus so eine Quatschgeburt. War nicht geplant, Nee, dass das. es irgendwie so veröffentlicht wird. Nee, Also, dass also. es so groß wird, kann man ja sowieso nicht planen, aber. Naja, ey, also wenn du sowas planst, jetzt einen Fußballhit zu machen, dann sollte man das vielleicht ein bisschen früher als 2 Tage vor dem Finale irgendwie machen. Ne? Also so richtig geplant war das nicht, ehrlich gesagt. Hattest du denn Zeit, die WM zu verfolgen? Ja, Ja. klar. Ich habe jetzt nicht jedes Spiel sehen können. Normalerweise versuche ich schon bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften so jedes Spiel zu gucken. Da hatte ich dieses Jahr jetzt nicht so richtig Zeit, aber so die wichtigen Spiele habe ich mir schon alle reingezogen. Hattest du damit gerechnet, dass wir ins Finale kommen und dann auch noch gewinnen? Also ich war ja sehr pessimistisch eingestellt. Ich dachte, wir fliegen in der Vorrunde schon raus. Ach, ich meine, ich hatte kein schlechtes Gefühl, muss ich sagen. Es war so ein bisschen eine Wundertüte, weil ja so viele verletzt waren, so kurz vorher, die eigentlich auch wichtig sind. Und so viele Unbekannte, so Christoph Kramer und Ginter und sowas, die man alle gar nicht so richtig kannte vorher, die dann auf einmal im Kader dabei waren. Also, ich dachte nur, dass die Brasilianer irgendwie nicht stark genug sind und die Spanier irgendwie auch so ein bisschen satt. Deswegen war ich eigentlich schon nicht pessimistisch. Aber ich war ein bisschen verwundert, dass die Stimmung irgendwie nicht so krass war. Also auch. Irgendwie als dann Deutschland ins Halbfinale kam oder sowas, waren dann alle so drauf wie die deutsche Mannschaft auch. So, ja, ne, Viertelfinale waren wir schon, Halbfinale waren wir schon, jetzt wollen wir, ne, alles weniger als Gewinn, dann wären alle abgeturnt gewesen. Aber zum Glück haben sie ja dann gewonnen. Ja, lag vielleicht auch an der schlechten Erfahrung, dass man schon mal im Finale gescheitert ist, dass man gedacht hat, Ja, die waren einfach dran. Die haben einfach so 10 Jahre vorher immer super gespielt und immer oben mit dabei gewesen und das war jetzt einfach mal an der Zeit. Warst du schon mal bei so einem WM-Spiel im Stadion? Oder wärst du gern dabei gewesen? Welches Spiel hätte dich interessiert, dabei zu sein? Das gegen Brasilien natürlich im Halbfinale. Das wäre bestimmt riesenkrass gewesen, da live vor Ort zu sein. Aber ich war auch noch nie beim Länderspiel. Ich war 2006, als die WM in Deutschland war, war ich schon in Berlin und habe dann immer Public Viewing gemacht, so als es noch richtig Bock gemacht hat und so. Aber so richtig beim Länderspiel war ich noch nie. Vielleicht kommt das ja noch. Ja, noch was. Gibt ja noch einiges. Ja. Wie bist du denn zur Musik gekommen? Springen wir mal wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ach, weiß nicht, meine Mutter hat mich irgendwann gezwungen, Klavierunterricht zu nehmen. Und da habe ich dann nie geübt. War dann sehr, sehr faul. Jede Woche eine Klavierstunde aber man konnte mich nicht dazu bringen, zu üben. Aber ich hatte einen coolen Klavierlehrer, der dann so Jazz-Sachen mit mir gespielt hat und Pop-Sachen und so. Und habe ich aber trotzdem alles nicht geübt und habe immer, anstatt zu üben, so meine eigenen Sachen vor mich hingeklimpert, so Melodiechen. Und irgendwann hat er das gecheckt und hat dann so mit mir daran so ein bisschen gearbeitet. Und aus irgendeinem Grund habe ich nie wieder damit aufgehört. Also dann war ich zum ersten Mal verknallt und dann gab es zum ersten Mal einen Grund, irgendwie ein Lied zu schreiben. So. Und ich habe nie wieder damit aufgehört. Und dann habe ich sehr, sehr viele wahnsinnig schlechte Songs geschrieben in meinem Leben. Und irgendwann wurden die dann auf einmal besser und ich wurde dann auf einmal ehrlich und habe mich nicht hinter Attitüden versteckt und so. Und dann fangen sich auch an, Leute dafür zu interessieren.
Ich habe gelesen, du hast auch so Jingles für TV-Spots gemacht. Ist das richtig? Ja, ich habe die Titelmelodie geschrieben von der Show von Kurt Krömer. Krömer, die internationale Show. Wie bist du dazu gekommen? Hast du einfach mal was gemacht und das dahin geschickt? Oder gesagt? Ach, ich habe mich zu der Zeit in Berlin beim Fernsehen verdingt. Ich war Fernsehproducer und das war so meine Arbeit, aber habe natürlich nebenbei Mucke gemacht und über diese Schiene kam das dann irgendwie zustande. Macht man die Musik dann anders? Geht man dann anders irgendwie da dran oder? An so einen Jingle? Mhm. Ich war dabei, als es darum ging, was das denn für eine Show insgesamt werden soll. Und das hatte ja so einen 70er-Jahre-Touch. Also die alte Rudi Carell-Showmaster Peter Alexander, die ja auch alle mit so einem Song auf die Bühne gekommen sind. Und daran habe ich dann gedacht, einfach, worüber wir da gesprochen haben. Und dann habe ich versucht, so einen 70er-Jahre-lustigen Text, der irgendwie zu Krömer passt, zu schreiben. Und dann habe ich das einfach mal gemacht und das fanden dann auf einmal alle super. Sehr gut. Hast du länger dran gearbeitet oder so aus dem Ärmel geschüttelt? Das ist komplett aus dem Ärmel geschüttelt. Das hat, glaube ich, wirklich 20 Minuten gedauert. Wir haben das dann hinterher mit dem Filmorchester Babelsberg dann produziert, das vorzubereiten, obwohl es nur 38 Sekunden sind. Das hat dann länger gedauert, aber die Melodie und den Text zu schreiben, das ging ruckzuck. Wie lange brauchst du so generell, um so einen Song fertig zu schreiben? Dauert das auch schon mal länger, oder? Ja, lange. Also, ich schreibe für so ein Album viel mehr Songs, als dann auf der Platte landen. Ne? So jetzt für Bauch und Kopf habe ich 40 oder 50 Demos gehabt. Und dann entscheide ich mich irgendwann für 20. Und an denen feile ich dann einfach nochmal anderthalb Jahre oder so an den Texten und an den Melodien und so. Ich bin langsam. Was passiert denn mit den Songs, die es nicht aufs Album schaffen? Landen die irgendwo in der Schublade oder werden die weggeschmissen oder kramt man die doch vielleicht irgendwann nochmal wieder raus? Keine Ahnung. Also ein paar werden ja dann noch so B-Seiten, die ich immer noch geil finde, aber die jetzt irgendwie dann doch nicht aufs Album gepasst haben. Aber die es dann nicht auf die Platte schaffen, da gibt es dann meistens auch einfach einen Grund. Das waren dann so Versuche, irgendwas zu machen und in irgendeine Richtung zu galoppieren, die dann einfach nicht geklappt haben. Die höre ich mir dann manchmal an, habe ich noch so einen Ordner auf dem Rechner und kriege die dann manchmal an, aber die sind für die Öffentlichkeit einfach nicht geil genug. Wonach wählst du denn die Lieder aus, die dann aufs Album kommen? Ach, danach, bei mir ist der Text natürlich ziemlich wichtig so, und ich achte darauf, dass das Thema, das ich da besinge, dass, wenn ich das wieder höre, dass das Gefühl wieder in mir auslöst, dass ich da besinge. Weißt du, ich singe ja viel über so Zwischenmenschliches, Liebe, Freundschaft, aber auch so Weisheitchen, von denen ich denke, dass die wichtig sind, dass man nochmal drüber trällert. Und wenn mich mein eigener Text wieder in das Gefühl zurückzieht, ne, und ich nicht das Gefühl habe, dass ich da versucht habe, aus dem Kopf irgendwie was zu konstruieren, dann ist er für mich gut genug. Hast du irgendwie so eine Botschaft, die du mit deinen Songs vermitteln möchtest, wenn du sagst, du hast kleine Weisheiten drin, oder? Ja, also ganz viele kleine Botschaften. Ich bin jetzt ja kein politischer Künstler, der jetzt irgendwas Grundsätzliches da in die Welt posaunen möchte, sondern das ist bei mir tatsächlich kleinteilig und auf mich bezogen. Ja? Und ich habe ja so ein paar Etappen in meinem Leben gehabt und ein paar Erkenntnisse jetzt über die Jahre, von denen ich das Gefühl habe, dass sie mir weitergeholfen haben. Und die besinge ich dann manchmal. Zum Beispiel bei Au Revoir, das handelt ja, das missverstehen manche Leute ja sogar, dass es darum geht, dass man jetzt ausbricht von zu Hause wegen des Videos, aber eigentlich handelt der Song ja davon, dass von dem man träumt, ernsthaft anzupacken. Von diesem Hype-Gefühl, wenn man sich dazu entschließt, etwas anzugehen. Punkt. Sehr gut. Wir müssen alleine schon zum Ende kommen. Okay. Okay, ich wünsche dir viel Spaß für heute Abend. Ja, vielen Dank. Für die restlichen Konzerte und ja. Bis bald. Genau, bis bald.